Claudia Obert ist eigentlich dafür bekannt, aus ihrem Liebesleben keinerlei Geheimnis zu machen. Bei Claudias House of Love suchte die TV-Ikone sogar schon vor laufender Kamera nach einem potenziellen Partner. Ja, richtig gehört, Claudia sprach bisher, wenn es um ihre romantischen Vorlieben ging, nur über Männer. Pünktlich zu ihrem heutigen 60. Geburtstag verrät die Luxus-Lady allerdings ein lang gehütetes Geheimnis. Sie fühlt sich auch zu Frauen hingezogen. Zurzeit stehe Claudia mehr auf das weibliche Geschlecht, offenbart sie gegenüber Bild. Auf die Frage, ob sie bisexuell sei, antwortet die ehemalige Kampf der Reality-Stars-Teilnehmerin in gewohnter Manier. Na klar, es gibt nichts Erotischeres als schöne große Brüste. Außerdem gibt Claudia preis, ich brauche Sex immer bei Vollmond, da bin ich besonders aktiv. Jetzt, im Alter von stolzen 60 Jahren, kann die Modeverkäuferin es ja ausplaudern. War sie in ihrem Leben überhaupt jemals verliebt? Ich hatte mal 4 Jahre lang 3 Männer. Hintereinander, da hatte ich mich total zum Trottel gemacht, sogar jeden Tag gekocht, räumt Claudia ein und fügt hinzu. Schnauze voll, da verkaufe ich lieber Schuhe.